der Kolibri. Die Kolibris oder Trochilide sind eine Familie kleiner nektarfressender Vögel aus Süd-, Mittel- und Nordamerika. Sie sind sowohl mit den Seglern als auch mit den Baumseglern so nahe verwandt, dass sie mit diesen in der Ordnung der Seglervögel zusammengefasst werden. Die Familie der Kolibris umfasst mehr als 100 Gattungen mit zusammen 368 Arten. Unter den Kolibris findet man die kleinste Vogelart überhaupt. Die Bienenelfe misst samt Schnabel und Schwanzfedern nur 6 cm. Der Riesenkolibri ist mit ca. 22 cm Länge der größte Vertreter der Familie. Die Schnäbel der Kolibri-Arten variieren stark, oft gattungstypisch, in Größe und Form. Beim Schwertschnabelkolibri zum Beispiel ist der Schnabel fast so lang wie der ganze übrige Körper, der 10 cm misst. Der Kleinschnabelkolibri hat nur eine Schnabellänge von 5 mm. Die Schnäbel anderer Arten sind stark nach unten gebogen oder an der Spitze nach oben gebogen. Jede Schnabelart ist auf einen anderen Blütentyp abgestimmt, sodass jede Gruppe von gleichschnabeligen Kolibris ihre eigene ökologische Nische besetzt. Die Zunge der Kolibris ist extrem lang, kann weit hervorgestreckt werden und ist an der Spitze gespalten und strohhalmförmig, sodass der Nektar gut aus den Blüten gesaugt werden kann. Die meisten Kolibris haben ein buntes, schimmerndes Gefieder. Bevorzugt sind Kopf, Kehle und Brust mit schillernden Farben versehen. Die Kehle bei den Männchen ist in der Regel bunt schillernd gefärbt. Die Wirkung des Farbspiels kommt durch Interferenz zustande. Die irisierende Kolibrifeder trägt mehrere Schichten mikroskopisch dünner Hornlamellen. Trifft nun Licht aus einem bestimmten Einfallswinkel auf diese Feder, so wird es von den Lamellen zurückgeworfen. Durch die unterschiedliche Lage der Lamellen wird das Licht in sehr kleinen zeitlichen Differenzen reflektiert. So nimmt der Beobachter die Farbe des Gefieders aus unterschiedlichen Perspektiven jeweils anders wahr. Kolibris führen ihren Schwirrflug mit einer sehr hohen Frequenz von 40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde aus. Während des Flugs beschreiben die Bewegungen ihrer Flügelspitzen eine schleifenförmige geometrische Kurve in der Form einer liegenden Acht. Mit ihren beweglichen Flügeln können sie auf der Stelle fliegen, um zum Beispiel Nektar zu trinken. Sie können auch seitwärts und sogar rückwärts fliegen. Damit ist der Kolibri der einzige Vogel auf der Welt, der diese Fähigkeit besitzt. Beim Kolibri ist im Gegensatz zu allen anderen Vogelfamilien die Hand größer als Ober- und Unterarm. Dies sowie eine extreme Beweglichkeit im Schulter- wie im Ellenbogengelenk erlauben dem Kolibri fast jede erdenkliche Flügelstellung. Die hierfür benötigte Brust- und Oberarmmuskulatur macht beim Kolibri gut ein Viertel seines Gesamtgewichts aus. Bezogen auf ihre Körpergröße sind Kolibris die wohl schnellsten Wirbeltiere der Welt. So erreichen die etwa 10 cm großen Anna-Kolibris bei ihren Balzflügen Geschwindigkeiten von 385 Körperlängen pro Sekunde bzw. 98 km pro Stunde, bei Beschleunigungswerten von etwa dem Zehnfachen der Erdbeschleunigung. Zum Vergleich, Wanderfalken kommen im Sturzflug auf Geschwindigkeiten von bis zu 200 Körperlängen pro Sekunde. Kampfjets, wie zum Beispiel die MiG-25, ein Mach 3 schneller Abfangjäger, erreichen dagegen maximal nur das rund 40-fache ihrer Gesamtlänge. Das Herz der Kolibris ist im Verhältnis zum Körper sehr groß und schlägt 400 bis 500 Mal pro Minute. Ihre Atemfrequenz liegt bei bis zu 250 Zügen pro Minute. Während des Schlafes senken viele Kolibris ihre Herzfrequenz stark ab, um Energie zu sparen. Je nach Perspektive erscheint das Kehlgefieder unterschiedlich. Kolibris haben die Fähigkeit entwickelt, ihre Körpertemperatur erheblich absenken zu können, um in Notsituationen den Stoffwechsel so zu reduzieren, dass ein Überleben möglich wird. Bei Kolibris wurde auch der Zustand der völligen Teilnahmslosigkeit beschrieben.
Kolibris leben nur in Süd- und Nordamerika sowie in der Karibik. Sie kommen vom Süden Alaskas bis Feuerland vor. Sie leben in Halbwüsten, in den Waldgebieten am Amazonas und in gemäßigten Zonen in den Laubwäldern Chiles. Einige Arten sind in ihrem Bestand gefährdet, manche sind wahrscheinlich schon ausgestorben. Die Kolibris ernähren sich vorwiegend von Blütennektar. Diese sehr energiereiche Nahrung macht den kraftraubenden Flugstil erst möglich. Insbesondere auffällig rot oder orange gefärbte Blumen ziehen die Kolibris an. Neben Nektar fressen Kolibris auch kleine Mengen von Insekten und Spinnen, um eine ausreichende Versorgung mit Eiweiß sicherzustellen. Pollen und Fruchtfleisch sind für Kolibris gänzlich unverdaulich und werden daher nicht aufgenommen. Um bei den Weibchen Interesse zu wecken und sie in Paarungsbereitschaft zu bringen, führen die Männchen einen Balztanz auf. Nach der Begattung bauen die Weibchen ein winziges Nest, das aus Spinnweben, Pflanzenwolle, Flechten oder Moos angefertigt wird. Das Nest wird in geringer Höhe in einem Busch oder einem Baum versteckt gebaut. Das Weibchen legt im Abstand von 2 Tagen 2 Eier. Die Brut dauert 14 bis 19 Tage. Natürliche Feinde der Kolibris sind Schlangen, Greifvögel, Katzen und Marder. Kolibris gelten als schwierig zu haltende Ziervögel. Zu den wenigen Arten, die auch von Privatpersonen gehalten werden, gehört der Veilchenohrkolibri. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Like und schau dir auch meine anderen an, wenn du weitere Videos von mir nicht verpassen willst. Dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Was kennt ihr für außergewöhnliche Tiere? Habt ihr Wünsche und Anregungen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich über eure Einträge. Ich sage Tschüss bis neulich, euer Michael vom Kanal Außergewöhnliche Tiere.